Hallo, ich bin Claudius Fabig und mal wieder zu Gast bei Robert Götz, Matuszewski, dem Satire-Kanal. Das letzte Mal, wo ich hier zu Gast war, wurde das Video bisher 77.000 Mal angeklickt, 1.600 Mal geteilt. Vielen Dank dafür. Das motiviert gleich nochmal einen kleinen Gruß rauszuschicken. Ich bin im Grunewald mit meiner Freundin und interessanterweise, wir sind einfach mal von dem großen Hauptweg weggelaufen, den alle gehen. Hier, 200 Meter weiter. Alle gehen diesen großen, breiten Weg. Wir gehen aber immer so einen kleinen Nebenweg. Und guck mal, Freunde, hier ist niemand. Hier ist der Specht, hier sind die Vögel, kein Mensch. Und so ist es vielleicht auch im Leben, dass die Masse, die breite Masse, folgt dem Mainstream, dem Hauptweg, wo alle lang gehen. Und vielleicht nur ein kleiner Teil von uns geht einen anderen Weg. Und der kann viel schöner sein. Und ich möchte euch mal was fragen. Warum sind wir auf der Welt? Warum sind wir auf die Welt gekommen? Ist der Sinn und Zweck, dass wir leben, dass wir gut essen, gut trinken, ordentlich Sex haben, tolle Autos fahren, ein Leben in Saus und Braus führen? Vielleicht ja. Vielleicht ist aber der Sinn des Lebens auch der, dass wir möglichst viele Menschen um uns herum mitnehmen auf diesen Weg. Vielleicht unseren Partner, unsere Partnerin, unsere Familie, unsere Nachbarn, unsere Nächsten. So wie der sprichwörtliche Stein, den wir ins Wasser werfen, der erst eine kleine Welle und dann eine immer größere Welle schlägt. So ist vielleicht der Sinn des Lebens, dass wir glücklich leben und möglichst viele andere Menschen mitnehmen. Ja, und jeder definiert ja Glück anders. Jeder hat ja eine andere Sicht der Dinge, was für ihn und was für seine Mitmenschen, für seine Nächsten wichtig ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir glücklich sind, dass wir gesund sind, dass wir saubere Luft zum Atmen haben, sauberes Trinkwasser zum Trinken. Ein Gewitter zieht auf. Dass wir gesunde Nahrung zu uns nehmen und dass wir viele schöne Momente haben. Dass wir einen Beruf ausüben, der tatsächlich unserer Berufung entspricht. Und dass wir mit dem, was wir tun und auch mit dem, was wir nicht tun, was wir unterlassen, diese Welt besser hinterlassen, als wir sie betreten haben. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Fast 8 Milliarden Menschen, jeder mit anderen Erfahrungen, anderen Prägungen. Und so gibt es oft Missverständnisse, häufig auch Streit, Meinungsverschiedenheiten. Gleichwohl sind wir immer mehr geworden. Und wir haben es im Großen und Ganzen geschafft, harmonisch miteinander zu leben, zu überleben. Doch jetzt, im Hier und Jetzt, heute, im April 2021, ist dieses Miteinander, das Gemeinschaftsleben nicht nur gefährdet, es steht vor der Ausrottung. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, was nun endgültig am 21. April 2021 zementiert werden soll, ist unsere gesamte Freiheit, unser aller Leben, egal welchen Weg wir gegangen sind, welche Meinung wir haben, welche Lebenserfahrung wir haben, welche Einstellung wir haben, wo wir uns verorten, ob links oder rechts, wo wir glauben zu stehen. All das ist nicht nur gefährdet, es wird ad acta gelegt. Und ich spreche direkt die Herrschaften der Antifa an. Versucht, einen kleinen, kurzen, lichten Moment zu erhaschen. Und für einen kurzen Moment eure Position aus der Distanz zu sehen. Auch ihr werdet mit diesem Gesetz zu Sklaven. Liebe Mainstream-Medienvertreter, liebe Kameraleute, Moderatoren, Journalisten, Redakteure, auch ihr werdet mit diesem Gesetz zu Sklaven. Und wenn ihr glaubt, dass es eure Meinung ist, die ihr vertretet, so vertretet ihr in der Regel nur eine Fremdmeinung, die euch souffliert wurde. Euch, die ihr der Masse souffliert, was sie zu denken hat. Es ist nicht eure Meinung. In der Regel ist es die Meinung einer kleinen Elite, die euch sagt, was ihr zu denken habt. Und ihr seid in der Hypnose und ihr verteilt diese Hypnose über eure Zeitungen und Zeitschriften, über die Radio- und Fernsehsender weiter an die Masse. Und die Masse geht diesen Weg, wie hier im Wald. Die Masse geht diesen Weg wie hier im Wald
und folgt der anderen Masse. Ein Gewitter. Und dieses Gewitter zieht gerade über Deutschland auf. Am 21. April soll ein Gesetz verabschiedet werden von 709 Abgeordneten. Und wenn wir die AfD rausnehmen, sind es nur gut 600 Figuren, die darüber entscheiden, ob wir ab Donnerstag noch in Freiheit leben. Was ist danach möglich? Vieles, aber nicht für uns. Es wird unmöglich, sich frei zu versammeln. Wer sich frei versammelt, aus welchem Grund auch immer, und das gilt auch für die Antifa und das gilt auch für die Mainstream-Medien, für jeden von uns, wer sich frei versammelt, kann bis zu 5 Jahre ins Gefängnis gesteckt werden. Ist das erstrebenswert? Ist das Demokratie? Ist das Meinungsfreiheit? Ist das Freiheit? Hat das was mit Recht und Ordnung zu tun? Nein. Das sind faschistoide Gesetze, die hier entschieden werden sollen. Und wer das unterschreibt, macht sich schuldig. Und wer das unterschreibt, hat kein Gewissen, hat kein Herz, kein Anstand, keine Ehre und null Herz, null Liebe in seinem Herz. Und wenn das Gesetz unterschrieben wird, wenn das Gesetz verabschiedet wird, dann kann die Polizei, dann kann die Bundeswehr, dann können Staatsbedienstete bei jedem von Ihnen, von euch, einfach die Tür eintreten, euch packen und euch impfen, womit auch immer. Einfach so. Das ist legal. Und wenn das Gesetz verabschiedet wird, dann kann man euch auch in Lager packen. Und das hatten wir doch schon mal in Deutschland. Haben wir daraus gelernt? Offensichtlich nicht. Und liebe Linke, lasst euch doch nicht in links und rechts aufspalten. Divide et impera, spalte und herrsche. Merkt ihr nicht, dass ihr benutzt werdet, das eigene Volk, die Bevölkerung zu zerstören? Und ich habe es neulich schon gesagt, das Leben ist eine Sinuskurve, es geht rauf und runter. Radiowellen, Fernsehwellen, UV-Licht, alles ist eine Welle. Und die, die jetzt oben sind, sind wahrscheinlich sehr bald unten. Und die, die unten sind, sind sehr bald oben. Machtverhältnisse können sich ändern. Und die Verfolger werden ganz schnell zu Verfolgten. Wir, die wir jetzt die Verfolgten sind in diesem Land, weil wir für Frieden und Freiheit auf die Straße gehen, werden aber, wenn wir die Regierung übernommen haben, nicht mit Gewalt verfolgen. Wir werden mit Liebe und mit Vergebung agieren. Wir werden achtsam mit denen umgehen, die eine andere Meinung hatten oder vielleicht dann noch haben, weil wir das Licht sind. Weil wir die sind, die für Menschenwürde, Menschenrechte und für dieses Grundgesetz stehen. Die anderen offensichtlich nicht. Die möchten das Grundgesetz abschaffen. Und lieber Verfassungsschutz, ihr schützt schon lange nicht mehr dieses Grundgesetz. Ihr seid ein Regierungsschutz. Ihr seid nicht für Meinungsfreiheit. Bestenfalls für die Freiheit der Meinung dieser Regierung, der Realitätstheoretiker im Bundestag. Und wenn ihr noch in den Spiegel gucken möchtet, wenn ihr für eure Familie, eure Lieben sorgen möchtet, dann stellt ihr euch jetzt auf die Seite des Grundgesetzes und kommt eurer Aufgabe nach, diese Verfassung auch wirklich zu schützen. Übrigens, am 21. April sollen auch die Ministerpräsidenten entmachtet werden. Die Staatssekretäre, die Richter, die Staatsanwälte. Die sollen alle entmachtet werden. Wer das nicht möchte, der kommt am 21. April um 10 Uhr vor den Reichstag und steht auf und demonstriert dagegen und zeigt Gesicht. Da gibt es keine Ausrede. Es kann nichts geben, was uns davon abhält. Ich werde da sein. Ohne Maulkorb und mit geradem Rückgrat. Denn ich stehe für dieses Grundgesetz, für dieses Volk, für dieses Land, für meine Mitmenschen. Und da ist es mir egal, ob sie schwarz sind oder weiß sind. Jude, Moslem oder Christ. Ob sie aus dem Osten kommen, aus dem Westen, ob sie reich sind oder arm. Wir sind alle Menschen. Wir haben alle die gleichen Rechte. Aber wir haben jetzt auch die gleiche Pflicht, nämlich aufzustehen gegen dieses Gesetz. Ab und zu auf diesem Kanal auch mal etwas Ernstes, beim nächsten Mal wieder etwas Fröhliches. Freunde, wir sehen uns am 21. April um 10 Uhr vor dem Reichstag in Berlin. Ohne Wenn und ohne Aber.
für dieses Land, für unsere Nächsten, für unsere Familie und auch für die, die einst für dieses Grundgesetz und unsere Freiheit, die wir noch haben, gestorben sind. Häng los.